Gute. Ein hoffentlich goldener Oktober beginnt mit Spieltag 11 in der Lotto Hessenliga Gruppe A. Hier gibt's alle Tore vom Wochenende. Wir starten im Sportpark Johannisau mit dem absoluten Spitzenspiel. Erster gegen Dritter, beide Teams noch ungeschlagen. Die Barockstädter Weste sogar noch komplett weiß, aber nach torloser erster Hälfte der Tabellenführer hier mit einer seltenen Einladung. Die Gäste nehmen dankend an. Efrahim Esele zur Halbzeit eingewechselt, braucht keine 10 Minuten, um warm zu werden. Er und seine Teamkollegen sind jetzt richtig heiß. 10 Minuten später wieder die Eintracht im Vorwärtsgang. Häuser, der ist eigentlich zu weit. Aber Esele geht nach. Und das ist dann überragend gespielt. Was ein Doppelpass. Esele mit dem Doppelpack. 19 Jahre alt, Ende August aus der Jugend des SV Gonsenheim gekommen. In seinem 5. Einsatz in der Lotto Hessenliga mit seinen ersten Toren. Und dann gleich mal so richtig. Denn in der 77. Minute ist der 2,04 Meter Schlag schon wieder auf dem Weg nach vorne, wartet auf die Kollegen. Williams im Pech, Esele im Glück, wohl auch im Abseits, aber der Treffer zählt. Lupenreiner Hattrick von Efrahim Esele. 3-0 Auswärtssieg für Stadt Allendorf. Ja, und das ist sie dann tatsächlich. Die erste Niederlage, der erste Punktverlust für die SG Barockstadt. Stadt Allendorf jetzt als einziges Team der Liga noch ungeschlagen. Richtig gut in der Spur ist auch der FSV Fernwald. Erst eine Niederlage bisher. Problem, 6 der 7 anderen Spiele endeten unentschieden. Aber kurz vor der Pause sieht es in Alzenau für das Team in Weiß-Schwarz gut aus. Schöner Angriff und Solak, dem sollte man nicht so viel Platz lassen. Das nutzt er. Stark gemacht, 70. Lotto-Hessenliga-Tor im 151. Spiel für den Fernwalder Kapitän. Und nach der Pause kommt es noch besser für die Gäste. Erst fliegt Alzenaus Panzer mit Gelb-Rot vom Platz und dann gibt es diesen Freistoß. Natürlich von Solak auf Richter. Das hatten wir doch erst vor einer Woche auch schon. Tim Richter per Kopf nach einem Solak-Freistoß. Hier mit dem 2:0. Aber Alzenau sollte man trotz zuletzt drei sieglosen Spielen mit nur einem eigenen Tor nicht abschreiben. 67. Minute, Ecke Grünewald, Wilke, Topic, 1:2. Die Kamera geht auf Kapitän Marcel Wilke, aber Philipp Topic ist noch entscheidend dran und feiert seine Torpremiere in Hessens höchster Spielklasse. Und dann geht's in die Schlussminute. Wieder Standard Alzenau, wieder Grünewald, wieder Wilke und Rollepass zur Halbzeit eingewechselt mit dem 2:2. Rosse Rollepass, wo hat er schon überall Tore gemacht? Serie A, Premier League, griechische Super League, zweite Bundesliga, sogar Champions League und jetzt auch in der Lotto Hessenliga. Damit rettet der Alzenau einen Punkt und beschert Fernwald das dritte 2:2 in Folge. Als nächstes sind wir in Hanau. Der HFC in Weiß, seit Wochen auf der Aufholjagd, im Heimspiel gegen Baunatal, nach 66 Minuten aber erstmal ausgebremst. Die Gäste hier mit dem öffnenden Ball und dann geht's über links in den Strafraum. Schmeer ist in Position gelaufen. Sebastian Schmeer schiebt ein. Mit Muskelfaserriss ist er länger raus gewesen, jetzt mit seinem dritten Saisontor. Doch in den letzten 10 Minuten finden die 93er wieder in die Spur. Hier fliegt von links die Ecke rein. Die kriegt Baunatal dann nicht richtig geklärt. Calabrese setzt nach. Und in der Mitte ist Wüst. Dominik Wüst haut seine 1,85 da rein zum 1:1, sein vierter Saisontreffer. Direkt weiter mit dem Anstoß für die Gäste. Die versuchen es wieder wie vor dem 1:0 mit dem langen Ball auf den linken Flügel. Der wird dieses Mal aber abgefangen und kommt dann gleich zurück. Wieder kann der KSV hier nicht entscheidend klären und ist dann auch noch zu weit weg. Zwei Mann in Weiß sind frei im Strafraum. Topchu genau ins Dreieck. Dennis Topchu, vor der Saison aus Zeilsheim gekommen, nach zwei Vorlagen jetzt mit seinem ersten Tor für den HFC. Der dreht das Spiel in nur 60 Sekunden. Dann sind wir auch schon in der Nachspielzeit. Freistoß Hanau ganz schnell ausgeführt und wieder viel Platz. Calabrese und Bejic. Ganz platzierter Kopfball. Christian Bejic,
trifft zum dritten Mal diese Saison 3:1. Hanau jetzt seit 5 Spielen ungeschlagen. Baunatal geht mit 0 Punkten und 2:8 Toren aus der englischen Woche. Weiter geht's am Weiher. Flieden gegen Hünfeld. Da wollen beide den dritten Saisonsieg. Aufgrund weniger Niederlagen sind die Gäste in Weiß aber deutlich besser platziert. Und nach einer Stunde auch noch einer mehr. Gelb-Rot gegen Fliedens Ambe Pettersson. Die Überzahl spielt der HSV hier gekonnt aus. André Vogt muss nur noch einschieben. 2 Spiele hat er zuletzt nicht getroffen. Jetzt mit Saisontor Nummer 7. In der Schlussphase dann wieder Gleichstand, was die Spieler angeht. Auch Hünfelds Düker sieht Gelb-Rot, aber am Erfolg der Gäste ändert das nichts. Im Gegenteil, die Nachspielzeit Flieden macht auf. Hünfeld kann kontern, Vogt mit Auge und Gefühl zum 2:0 Endstand. Nach 6 Spielen ohne Sieg holt sich das Team von Johannes Helmke mal wieder einen Dreier. Zum Abschluss sind wir am verregneten Fliegerhorst. Und nach gerade einmal 5 Minuten lassen die Gäste aus Neuhof in Grün die Gastgeber hier wie begossene Pudel aussehen. Nach dem Ballverlust geht's schnell. Unstimmigkeiten in Erlensees Abwehr. Kovac ist da. Das 1:0 für den SVN. Der hat nur 1 der letzten 4 Spiele verloren, ist trotzdem Tabellenschlusslicht. Möchte das aber ändern. Wieder gibt's da viel Platz für die Gäste. David Costa Sabate in seinem 50. Lotto-Hessen-Ligaspiel ganz stabil. Sein 5. Saisontreffer. 2:0 nach gut 20 Minuten. Aber kurz vor der Pause geht die Tür in dieses Spiel für Erlensee wieder auf. Schiedsrichter Angermeier entscheidet hier auf Handelfmeter. Erlensees Top-Torjäger Sebastian Wagner übernimmt und verwandelt sicher sein 8. Saisontreffer zum 1:2 Anschluss pünktlich zur Pause. Und kurz nach Wiederbeginn stellen sich die Gastgeber dann in die wieder geöffnete Tür. Hier mit Kreinbiel, Zimpel, Wagner und Hixt ist ganz frei. Linksverteidiger Nico Hixt gibt hier den Stürmer, macht mit seinem 1. Saisontor den Ausgleich. Und wenn man schon mal in der Tür drin steht, kann man ja auch gleich ganz durchgehen, denkt sich wohl auch das Team von Jochen Breideband. Gute Stunde rum, Ecke Erlensee. Und Tobias Moib schraubt sich hoch. Passender Moment für das Premierentor in Hessens höchster Spielklasse. Spiel gedreht. Der FCE kommt nach der Niederlage in Hanau schnell zurück in die Erfolgsspur und feiert den 6. Saisonsieg. Gute Mischung, finde ich, am 11. Spieltag in der Lotto Hessen Liga Gruppe A. Je 2 Auswärts- und 2 Heimsiege, dazu 1 Unentschieden und der spielfreie SV Steinbach. Tabellenführer bleibt trotz der ersten Niederlage die SG Barockstadt. Aber Erlensee und Stadtallendorf können den Rückstand zumindest etwas verkürzen. Hünfeld und Hanau ziehen an Baunatal vorbei. Die 93er machen einen Sprung von 8 auf 5, nehmen damit erstmals in dieser Saison auch tabellarisch die Aufstiegsrunde ins Visier. Bei den Torjägern bleibt Rummel auf der 1, aber auch hier können Vogt und Wagner etwas aufholen. Damit geht's jetzt mit großen Schritten Richtung Spieltag 12 am kommenden Wochenende. Unter anderem mit dem Spitzenspiel Stadtallendorf Erlensee. Macht euch eine schöne Woche bis dahin und tschüss.